Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Ausgabe von Andis Kinoblog. Heute möchte ich euch zwei Blu-ray-Neuerscheinungen vorstellen. Und wie ihr schon sehen könnt, handelt es sich hierbei einmal um den zweiten Teil von Percy Jackson im Band des Zyklopen. Das Ganze in der Mediamarkt-Exklusiv-Steelbook mit Lentrikular. Ja, und das zweite gute Stück ist hier hinten ein bisschen versteckt. Handelt es sich hierbei um Jurassic Park in der ganzen 3D-Fassung. Wir kommen aber natürlich erstmal zu dem Unboxing von Percy Jackson im Band des Zyklopen. Das ist jetzt der jüngste Teil dieser Reihe. Und wie ihr schon auf der linken Seite sehen könnt, haben wir hier noch den, oder möchte ich euch gerade noch mal den ersten Teil zeigen von Percy Jackson, Diebe im Olymp. Damit hat alles angefangen und meiner Meinung nach eine ganz, ganz tolle Buchverfilmung. Auch hat mich komplett aus den Socken gehauen und die Erwartungen wurden bei mir alle erfüllt. Leider das Ganze nur in der Amery-Version. Aber bei dem zweiten Teil von Percy Jackson im Band des Zyklopen hat man sich auf jeden Fall mehr mit dem Marketing-Thema auseinandergesetzt und hat hier auch ein exklusiv 3D-Steelbook herausgebracht, sogar mit Lentrikular, und das Ganze gibt es exklusiv bei Mediamarkt. Und das hat mich auf jeden Fall gefreut und deswegen habe ich mir diesen Film auch gekauft. Ja, zum Film kann ich momentan noch nichts sagen, denn Percy Jackson im Band des Zyklopen habe ich noch nicht gesehen. Habe ich leider im Kino verpasst, beziehungsweise konnte ich nicht reingehen, aus zeitlichen Gründen. Daher werde ich mir jetzt in den nächsten Tagen einen schönen Blu-ray-Abend machen und diesen Film natürlich dann in 3D genießen. Ja, ich zeige euch einfach mal den Film, deswegen lege ich mal den ersten Teil nochmal auf Seite. Und wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier absolut ein tolles 3D-Bild. Lentrikular. Diese Technik mit diesem Lentrikular ist ja schon übelst alt, die gibt es ja schon, ich würde mir jetzt mal sagen, fast 30 Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Und wenn man hier das Bildchen wackelt, sehen wir, dass die ganzen Schauspieler sich bewegen und natürlich die Hintergrundanimationen, da, ich weiß nicht, was das sind für Viecher, da ich den Film noch nicht gesehen habe, bewegen sich auch hin und her. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte und man muss auch sagen, vom Gefühl her, wenn man das anfasst, ist alles sehr hochwertig verarbeitet. Ja, hier drumherum haben wir natürlich wieder die Pappbanderole oder Papierbanderole und natürlich alle technischen Daten draufstehen. Und wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir die 3D-Fassung inklusive auch eine 2D-Fassung und natürlich auch Bonusmaterial. Auf der linken Seite befindet sich die 3D-Version. Wir haben hier eine englische DTS 7.1 Spur in HD Mastered Audio, bedauerlicherweise nur eine deutsch- und französische 5.1, aber immerhin in DTS-Spur. Und auf der rechten Seite bei der 2D-Version haben wir dasselbe. Der Film geht insgesamt 106 Minuten, wenn man mal reinkommt oder näher ranzoomt. Und wir haben auf jeden Fall auf der 2D-Version hier auch jede Menge Extras. Und was ich auch sehr toll finde, hier ist mal wieder ein Original-Kino-Trailer dabei. Und das ist eine Sache, die ich ja schon bei einigen etwas Neuerscheinungen von Blu-rays in der letzten Zeit ziemlich vermisst habe, dass da zwar Kinotrailer drauf sind, aber nicht von dem Film, den ich mir hier gekauft habe. Ja, was haben wir hier drauf? Wie wird man ein Halbgott? Die Halbgötter sind zurück. Animierte Comics und so weiter und so fort. Ja, das ist ein Bonusmaterial. Es sind hier bedauerlicherweise nur 5 Punkte. Weiß nicht, ob das, wie ausführlich die ganzen Geschichten hier sind, aber anscheinend hat man hier auch wieder etwas mehr an Bonusmaterial gespart. Ja, wir haben hier noch einen Digital-Copy-Code, aber es ist diesmal kein Digital-Copy-Code, sondern ein Ultraviolet-Code, was mich ein bisschen verwundert, denn Ultraviolet ist für mich nur bekannt aus, aus Amerika bzw. aus Großbritannien, aus England, weil wenn man dort mal einen Blu-ray-Import macht, hat man doch eigentlich immer dort einen Ultraviolet-Code und hier bei uns haben wir den Digital-Copy-Code. Naja, gut, ist vielleicht so, ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal die Pappbanderole oder die Papierbanderole ab und was mich auch sehr wundert ist, dass auf dem Hintergrund von dieser Papierbanderole hier unten der Copy-Code steht, beziehungsweise der Ultraviolet-Code. Er ist diesmal nicht in einem separaten Beipackzettel, der in der Hülle drin ist, mit enthalten, sondern als Pappflyer. Und deswegen muss ich gleich aufpassen, dass ich den nicht wegwerfe. Aber den Code kann ich euch natürlich nicht zeigen. Wie gesagt, der ist hier hinten drauf, könnt ihr sehen. Ja, und ja, sind wir mal gespannt. Ja, die Steelbook ist eine wirklich sehr hochgradig gute Verarbeitung, muss ich ganz klar sagen. Wir haben hier das Lentrikular. Lentrikular ist wie gesagt so ein, so ein 3D-Bildchen, was man hier hin und her bewegen kann. Wie gesagt, diese 3D-Technik, die gibt es ja schon ultra lange. Und hinten hat man natürlich wieder die Magnetfläche,
wo man auch dann dieses schöne Bild, wenn man natürlich noch mehrere hat, entweder irgendwo an den Kühlschrank heftet oder irgendwo auf jeden Fall metallische Gegenstände. Könnt ihr auch ans Auto machen. Hält auch, habe ich schon ausprobiert. Aber ihr kennt mich ja, ich lasse diese Lentrikular-Geschichten genau da, wo sie hingehören. Und zwar an der Blu-ray bzw. DVD. Und ich nehme sie aber jetzt erstmal kurz ab, um das mal zu zeigen. Das ist jetzt an sich die Blu-ray. Wir haben hier einen sehr, also vom Gefühl her, haben wir hier eine sehr, sehr intensive Bedruckung. Also qualitativ hochwertig. Hat auch ein bisschen Gewicht. Also wie immer von Mediamarkt exklusiv Steelbook auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle und hochwertige Blu-ray. Hier haben wir natürlich wieder einen abgesetzten Rahmen drumherum. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ich versuche das mal zwischendurch mal ein bisschen zu drehen. Jetzt hier im Lichtkegel sieht man das sehr gut, dass das so ein kleines Fensterchen ist, wo das Lentrikular dann reingehört. Ja, ansonsten ist natürlich hier nichts geprägt. Wäre ja auch Blödsinn durch das Lentrikular. Von der Seite sieht die Version dann so aus. Eigentlich auch sehr unspektakulär. Und von hinten haben wir nochmal einen anderen Druck. Und ansonsten muss ich sagen, ist das von der Aufmachung her wieder einmal eine ganz, ganz tolle und edle Steelbook. Muss ich ganz klar sagen. Und ich bin froh, dass ich mir das Ding hier auf jeden Fall gekauft habe. Ja, machen wir es mal kurz auf. Hier haben wir noch einen Werbebeipackzettel. Auch viel für X-Men und Buffy und bla bla bla. Ein paar Bücher zu Percy Jackson. Es ist ja ein Buch oder eine Romanverfilmung. Hier haben wir auf der rechten Seite die 2D-Version und auf der linken Seite die 3D-Version. Was ich auch ganz toll finde, dass man hier zwei unterschiedliche Artworks hat auf der Disc und nicht dieselben genommen hat. Klar, das FSK-Logo ist drauf und muss man auch mit leben. Und wir haben natürlich auch ein Hintergrund-Artwork. Muss ich nur mal gucken, dass ich die Blu-ray hier ordentlich rausbekomme. Und wir haben hier ein absolut tolles Hintergrundbild. Gefällt mir absolut. Und ich kann echt nur sagen, es ist eine super klasse Steelbook geworden. Ja, wir tun das wieder rein. Und damit habe ich dann das Unboxing zu Percy Jackson vollbracht. Und zeige euch jetzt die 3D-Version von Jurassic Park. Ja, Jurassic Park, Fluch oder Segen in 3D. Kann man sich natürlich aussuchen. Ihr seht, auf der linken Seite habe ich mir schon mal vor einigen Jahren die Jurassic Park Ultimate Limited Edition auf Blu-ray besorgt mit dem T-Rex. Hier haben wir natürlich in dieser Box alle Filme eigentlich drin. Warum kauft jetzt der Gala bzw. der Andy von Andys Kinoblog nochmal die 3D-Version? Ich muss zugeben, ich musste mich lange, lange, lange durchringen dazu. Und ich war aber nie mit dieser Fassung der Erstauflage von der Limited Edition, die bis jetzt bekannt ist und auch auf dem Markt ist, zufrieden. Also ich war absolut unzufrieden. Erstmal war bei der Erstauflage von Jurassic Park auf Blu-ray eine auf allen drei Teilen eine 5.1 Tonspur. Der Ton war nicht gut abgemischt. Hier haben die Surround-Effekte damals gefehlt. Also die kamen nicht richtig rüber. Und natürlich Bildmaterial war körnig gewesen. Und teilweise nicht wirklich toll. Hatte ich aber auch damals, als ich diese Box euch vorgestellt habe, auch bemängelt. Bei Jurassic Park 3D ist das anders. Man hat hier eine Neukonvertierung gemacht. Also Jurassic Park wurde, ich glaube, in 2 oder 3 Jahren hat das gedauert, komplett konvertiert in 3D. Und das Krasseste ist, man hat hier ein neues Bildmaterial angewendet oder eine neue Technik fürs Bildmaterial und hat hierdurch einen super krass geilen, scharfen Bildeffekt hergestellt, der auch wirklich einer Blu-ray ebenwürdig ist. Also gar nicht zu vergleichen mit dem alten Schrott. Ja, deswegen habe ich auch einen Hals. Und das war eigentlich der Beweggrund, warum ich mir diese Blu-ray in 3D geholt habe. Ich habe mir nicht, und das muss ich ganz klar sagen, diese Blu-ray gekauft wegen der 3D-Geschichte, sondern wirklich wegen dem Bild- und Tonmaterial, was hier drauf ist. Denn das Allergeilste ist, man hat hier eine deutsche 7.1 Tonspur diesmal genommen und nicht diese billige, bekloppte 5.1. Und das hat mich richtig angeranzt. Und wie gesagt, das Ganze ist in THX-Zertifizierung. Ja, das Ganze in wirklich einer brillanten, auflösenden Geschichte hier. Also ich habe schon fast das Gefühl, es ist eine 4K-Version und muss ganz klar sagen, das war der Grund. Normalerweise hätte ich sie mir nicht gekauft, sage ich ganz ehrlich.
aber aufgrund der Testberichte, aufgrund der Demos, die ich gesehen habe, aufgrund der Rezensionen, die wirklich so gut ausgefallen sind, habe ich gesagt, kauf dir das Ding für 17 Euro. Das geht jetzt in den Blu-ray-Schrank rein. Und bevor ich das Ding nochmal auspacke, obwohl die Box ja super ist, da gibt es nichts zu mäkeln, werde ich mir auf keinen Fall diese Version mehr ansehen, sondern nur noch hier die. Und ich freue mich schon auf die anderen beiden Teile, wenn die genauso klasse werden wie dieser Teil, kann ich nur sagen, wirklich Daumen hoch. Ja, wir haben hier, wie gesagt, eine ganz unspektakuläre Verarbeitung von der Hülle. Aber mir ist es lieber, das Ding ist unspektakulär, aber dafür ist der Inhalt tuto, ne? Wie gesagt, Pappgeschichte hier drumherum, eine Papphülle kann man abmachen, aber man hat hier wenigstens ein Wendecover. Sieht wirklich nicht spektakulär aus. Ich hätte mir wirklich noch wie Percy Jackson eine 3D Lentricular Steelbook gewünscht, aber okay. Mehr ist es schon, ich bin schon zufrieden, wenn der Inhalt von dieser Disc wirklich, wirklich klasse rüberkommt. Ja, insgesamt, wie gesagt, haben wir hier eine 7.1 Tonspur und ich muss echt sagen, dass ich überwältigt bin, dass man das gemacht hat. Und der Film geht insgesamt 127 Minuten, wie ihr hier sehen könnt. Und wie gesagt, ich lüge nicht, 7.1. Das ist geil. So muss das sein. Warum nicht direkt? Ja, warum nicht direkt? Aber das ist wieder Marketing. Und ich denke, dass sich die Filmfirma das auch zu Herzen genommen hat, weil die Leute sich beschwert haben. Und finde ich auch gut, dass man dann nacharbeitet und das Ganze hier absolut so auf Scheibe gebracht hat. Wir haben hier übrigens auch ein Doppelset. So wie das aussieht, und das ist so, haben wir hier Jurassic Park einmal in der 3D-Fassung mit Bonusmaterial und in der 2D-Fassung Bonusmaterial. Und das finde ich wirklich, wirklich cool. Ja, und man hat hier zwei unterschiedliche Artworks, auch auf der Disc. Einmal die 2D-Version und die 3D-Version. Die ist jetzt ein bisschen unspektakulärer. Hier, die finde ich schöner. Ich weiß nicht, warum man hier den Schriftzug Jurassic Park vergessen hat oder nicht drauf gemacht hat. Keine Ahnung. Ja, in diesem Sinne. Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben hier noch ein Dino-Soundboard für THX, für ein Teufelssystem. Cinebar. Sehr, sehr geil. Hier kann man, keine Ahnung, Dino-Sound in THX. Achso, wenn man hier einen... Hier ist ein Gutscheincode, 30 Euro, so wie ich es jetzt erkenne, für ein Soundsystem von Teufel. Wer Teufel kennt, Teufel ist einer der besten und einzigartigsten THX-zertifizierten Soundsysteme, die man kaufen kann. Ob Ultra oder THX Ultra oder THX 7.1, die Lautsprechersysteme von Teufel sind einfach der Burner. Ich wünschte, ich hätte eins, aber kann ich mir momentan nicht leisten. Aber ich habe ein gutes Soundsystem, daher darf ich nicht rummeckern. Ja, ihr Lieben, das war's von meinem Unboxing. Das war mein Unboxing zu Percy Jackson im Band des Zyklopen und Jurassic Park 3D. Und ich sage ganz klar, für beide Filme ein absoluter Daumen hoch von mir. Hier gibt es nichts zu beanstanden. Bei beiden Filmen toller Sound, tolle Bildqualität, tolle Story, absolut, absolut geil. Und wer hier nicht zuschlägt und sich diese Filme holt, dem ist nicht mehr zu helfen. Diese Filme gehören auf jeden Fall in jede Sammlung. Und ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, euch hat mein Unboxing gefallen zu Percy Jackson und Jurassic Park in 3D. Und wünsche euch weiterhin alles Gute. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Wenn ihr das Video toll findet, dann abonniert mich einfach bitte. Oder macht mal ein paar Kommentare oder ein paar Daumen hoch. Von mir ist auch ein paar Daumen runter. Ist mir auch Wayne. Ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Unboxing. Das wird jetzt ganz schnell kommen. Und zwar Predator, die Heat Edition. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Macht's gut. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Euer Andi von Andis Kinoblog. Ciao.